Ja, meine Lieben, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ich mache das ja eigentlich normalerweise nie, dass ich hier im Bus filme oder mich filme beim Fahren oder sonstiges. Heute machen wir es mal, weil wir jetzt noch eine kleine Besorgung machen müssen. Nachdem mein Konto sowieso schon so scheiße aussieht, habe ich mir gedacht, was soll der Geiz? Machen wir es noch beschissener. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Dresden zu einem Store, der Montana Black Dosen verkauft, also Graffiti Farben, weil ich mir ja was in den Kopf gesetzt habe. Ich wollte es eigentlich für die Kotflügel haben. Meine Freundin hat gesagt, nee, mach das nicht für die Kotflügel. Dann machst du lieber fürs Dach und für die Haube. Machen wir jetzt auch. Jedenfalls bin ich jetzt gerade auf dem Weg, Dosen zu holen. Weil das wird auf jeden Fall erstmal reichen, das mit Dosen zu machen. Ich weiß auch schon, wie es aussehen wird, weil ich das schon mal lackiert habe, so wie ich es jetzt gleich machen werde. Ich hoffe, dass das mit den Farben klappt. Ich weiß, dass die beständig sind gegenüber anderem Klarlack, weil da werden wir auf jeden Fall mit einmal Klarlack spritzen nicht. Das wird nicht ausreichen. Wir werden das auch heute mit Dosen, zwei Komponenten Klarlack dann absiegeln. Macht man normalerweise auch nicht. In dem Fall ist es okay, weil wir sowieso noch mal das ganze Plan schleifen müssen, also noch mal ein bisschen auf Fläche schleifen müssen, bevor dann der richtige Klarlack da drauf kommt. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der Halle, wenn ich die Dosen habe, und dann erkläre ich euch mal, was wir genau vorhaben. So, wir sind mittlerweile in der Halle angekommen und jetzt heißt es Dach anpetten. Hier beim Dach ist das Schöne, wir haben hier eigentlich nichts an Verwerfungen oder Dellen drauf. Und auch nichts an Rost. Yay! Das heißt, wir können jetzt hier wirklich Gas geben. Wir können das Ganze jetzt einmal hier schön durchpetten. Und wenn wir das erledigt haben, heißt das eigentlich auch schon abdecken. Und dann können wir direkt Vollgas geben. Weil die Lackierung heute, die wir heute machen, die ist ein bisschen tricky, aber das Endergebnis ist extrem geil. Wie gesagt, ich habe das schon mal gemacht bei einem Motorradtank, den ich dann anschließend noch geairbrushed habe. Das wissen viele gar nicht, dass ich das kann, weil ich damit jetzt auch nicht so unbedingt hausieren muss, wie andere in unserer Branche. Auf jeden Fall schleifen wir jetzt erstmal das Dach. Hier solche Beschädigungen schleifen wir gleich nochmal mit 500er raus. Oder das machen wir jetzt. Schnell mit dem 500er einmal schnell abziehen, Feierabend. Nee, das machen wir jetzt alles schön mit der Hand, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich A, sowieso nicht mehr genug Schleifpapier hier habe, und B, das ist ein fucking Dach. Wenn ich da jetzt mit dem Exzenter drauf gehe, ist die Gefahr einfach zu groß, dass ich mir hier Dellen reinschleife, weil der Exzenter ja ein bisschen was wiegt und durch die Schwingungen natürlich hier auch Vibrationen drauf kommen, und dadurch wird das Dach dann am Ende ein bisschen welliger. Also wenn hier keine großen Beschädigungen sind, würde ich euch davon abraten, hier mit dem Exzenter zu arbeiten. Ja, guckt, dass ihr wirklich so viel wie es geht mit der Hand macht. Das ist nun mal ein Dach, das ist ein bisschen was anderes. Als was anderes halt. Get out of your tire, go. We gon' level up. Corner office, the entire flow. Put the B of A wheels. I ain't do anything on a lighter note. Yeah, hit on brass tax fact, this kinda dumb. So schnell ging das Ganze jetzt. Das Dach ist angepettet. Jetzt heißt es einmal schnell sauber machen. Und dann. Ist auch schon. Ach, scheiße. Abkleben angesagt. Ja, also wie gesagt, hier kommt sowieso zweimal Klarlack drauf, also müssen wir es nicht so 100% genau nehmen. Das passt schon, so wie wir das jetzt gemacht haben. Und ich zeige euch jetzt schon mal die Farben. Und zwar haben wir einmal Metallic Schwarz und Metallic Graphit. Was genau das wird, seht ihr gleich, wenn wir anfangen zu lackieren. Ich mache das Ganze jetzt erstmal richtig sauber und dann geht es auch schon fast los. So, ihr seht, Autos abgedeckt. Farbe schütteln wir jetzt.
Und glaubt mir, Leute, das wird die geilste Dosenlackierung, die ihr je in eurem Leben gesehen habt. Und ihr könnt die ganz easy zu Hause nachmachen. Ihr braucht nur noch ein bisschen Folie. Deswegen liegt die da vorne, weil wir die auf jeden Fall gleich benutzen müssen. Aber erstmal geht es darum, das Dach zu machen. Das lassen wir jetzt mal abziehen. Dann müssen wir es jetzt mal heben. Genau, ihr seht richtig, der Grundbasisfarbton wird ein Schwarz. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen wild aus. Das legt sich dann aber alles, vor allem wenn wir dann noch den Effektgang machen. Und zwar handelt sich das jetzt hier gerade um ein Metallic Schwarz. Das müssen wir jetzt anziehen lassen. Und wenn das angezogen ist, kommt der zweite Gang, also der Vollgang. Dann wird das einmal wirklich voll lackiert. Dann lassen wir es nochmal anziehen, nebeln das Ganze nochmal ein bisschen aus. Und danach kommt der Effekt. Das wird so geil. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ich zeige euch nur mal zumindest die Farbe, die wir noch dazu haben. Und zwar ist das hier ein Anthrazit-Grau. Graphit heißt das. Und hier haben wir noch einen richtig geilen Effekt mit dabei. Und wie vorhin schon gesagt, 2K Dosenklarlack. Der war überraschend teuer, Leute. Ich habe alleine 60 Euro für diesen scheiß Dosenklarlack bezahlt. Also 20 Euro pro Dose ungefähr. Das ist schon happig. Das ist auf jeden Fall happig. Ey, da wäre ich fast mit 7,5 Litern so besser gekommen. Aber ist egal. Ja, das ist schon wieder so eine Aktion. Wie jetzt? Wir schneiden jetzt einfach mal die Kotflügel aus oder so. Aber ich glaube, das ist tatsächlich der bessere Weg, das Dach in der Optik zu machen und die Haube in der Optik zu machen, als nur die Kotflügel. Ich glaube, das hat meine Freundin schon ganz gut entschieden. Und ihr seht jetzt ja auch, wie das hier anzieht, wie geil dieser Metallic-Effekt durchkommt. Leute, das wird so brachial. Hier, guckt euch das an. Das wird eine anders geile Lackierung und das für unter 100 Euro, Leute. Unter 100 Euro machen wir das Dach jetzt so geil. Ich verspreche es euch. Ich habe, glaube ich, mal in einem meiner letzten Videos erwähnt, dass es bei Metallic Ultra wichtig ist, dass die Oberfläche stimmt. Und hier, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ja, doch minimal. Hier vorne, seht ihr das? Das ist, weil sich die Metallic-Pigmente dort ein bisschen anders gesetzt haben. Das heißt, hier haben wir nicht so gut geschliffen. Das ist der Nachteil bei Metallic, ne? Weil sich die Pigmente da anders legen. Bei Schwarz ist das Ganze noch nicht so wild. Wir müssen jetzt auf jeden Fall warten, bis das angezogen ist. Das kann jetzt ein bisschen dauern, eine halbe Stunde oder so. Und dann geht es weiter, dann kriegt das Dach den Effekt. Aber seht euch das mal an. Also das ist schon, ich würde sagen, das ist schon wild. Ich feiere es jetzt schon. Gleich, wenn dann noch der Klarlack da drauf sitzt. Das wird auf jeden Fall sehr biestig kommen. Die Farbe ist echt schön. Lassen das jetzt abziehen und hauen dann gleich auf jeden Fall den Klarlack drauf, weil wir dann sehen, wie geil das wird. Ach nee, bevor wir den Klarlack machen, habe ich natürlich noch was. Funkel, Funkel, Glitzer, Glitzer. Ne? Das hauen wir jetzt gleich noch drauf. Wir lassen das jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen abziehen und dann kommt das nächste und dann kommt endlich der Klarlack und dann sehen wir mal, wie das Ganze wirklich wird. Ha
Aufnahmen fertig. Guckt euch das mal an, Alter. Also ich muss auch sagen, dafür, dass das mit Dose lackiert ist, ne, die Dosen gehen echt gut. Also wenn ihr mal was habt oder so. Ja, das war mein Deckel jetzt. Kurze Schleichwerbung an der Stelle. Ich habe das natürlich alles selbst bezahlt. Aber jetzt haben wir für unter 100 Euro ein Dach mit einer richtig krassen Optik. Also ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Schreibt es mal in die Kommentare. Alter. Schreibt es mal in die Kommentare. Also mit Dose lackieren ist echter Horror. Mal gucken, ob ich die Details mal einfangen kann. Nee. Das ist halt echt nicht leicht. Das müssen wir aber machen, wenn die Sonne scheint. Dann hat das Ganze nochmal natürlich einen anderen Effekt. Und wir haben natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen übertrieben. Das könnte jetzt funktionieren. Ja, man sieht schon. Guckt euch das mal an. Funkelmunkel. Ja, meine Lieben, und genau dieselbe Optik soll die Haube bekommen. Klar lässt sich das nicht eins zu eins replizieren, aber in dem Stil wird die Haube auf jeden Fall auch gemacht. Jetzt müssen wir als nächstes das Dach schön mit 800er glatt schleifen. Vorsichtig. Wenn wir hier an ein und zwei Stellen durchkommen, ist das nicht so schlimm. Da müssen wir dann einfach vorher, bevor wir nochmal Klarlack setzen, ein bisschen nachlackieren. Dann geht das schon. Ja, der Klarlack. Oh, sorry. Der Klarlack muss jetzt erstmal abziehen. Und das dauert halt, bis der wirklich schleifbar ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ zufrieden, wenn man da hinten so in die Ferne guckt. Das ist schon relativ glatt geworden. Also dafür, dass das mit Dose lackiert ist, Halleluja, das kannst du eigentlich gar keinem erzählen. Aber die Optik, die, das ist anders krass. Das zeige ich euch auf jeden Fall in meinem nächsten Video, wenn das Ganze durchgezogen ist, nächste Woche. Da gucken wir uns das Dach mal draußen an. Da, das wird euch wegschallern. Ja, Stichwort nächste Woche, da kommen endlich dann auch Kotflügel und Haube. Ihr wisst, wir müssen noch den Kotflügel machen, wir müssen noch die Haube vorbereiten. Also wir haben noch genug zu tun, wir müssen noch spachteln, wir müssen noch füllern, alles. Alles. Aber wenn Haube und Kotflügel fertig sind, haben wir das Auto eigentlich so gut wie fertig. Das heißt, wir können dann die Einstiege lackieren und dann können wir ja danach dann den ganzen Rest machen. Wir müssen noch die Türen vorbereiten, aber das machen wir erst, wenn die Einstiege lackiert sind. Dann bereiten wir die Türen vor. Die Einstiege können wir auch noch hier lackieren. Und wir müssen noch die Heckklappe. Da müssen wir noch den Rost wegmachen. Auf jeden Fall. Aber das wird auf jeden Fall geil. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ihr denkt, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Und vor allem, wie das in der Sonne aussieht. Ich weiß schon, in welche Richtung es geht. Und ich muss sagen, mir gefällt es. Ich kenne es ja schon. Ich habe es ähnlich schon mal gemacht. Auch mit ähnlichen Farbtönen. Ist es auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Naja, an der Stelle wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mal ein Abo da lasst, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Kommi da lasst. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen, die wir hier beim E46-Projekt umsetzen können. Das wäre natürlich auch mal interessant. Genau. Und an der Stelle kennt ihr das Spielchen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos.